Hensis Blitzrezepte, meine Lieben. Frische, knackige, schöne, leckere, unglaublich gute Kirschtomaten. Dann Zwiebeln. Schön in Würfel geschnitten und nichts ohne meinen geliebten Knoblauch. Dann eine Pfanne richtig schön heiß machen und in die Pfanne ein gutes Schlückchen Olivenöl geben. Nicht sparen. Und jetzt Tomaten, Zwiebel, Knoblauch in das Olivenöl. Ein bisschen anbrutzeln und dann ein Löffelchen, schaut mal her, milde Tandoori-Paste. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Und die Tandoori-Paste hier so ein bisschen mit anschließen. Das dauert jetzt so ein Minütchen ungefähr. Und wenn es so ein bisschen so eingekocht ist, ja, dann, meine Lieben, kommen frische Eier von glücklichen Hühnern dazu. So. Dann etwas Hüttenkäse. Und obendrauf eine Prise Salz. Temperatur zurückdrehen, Deckel drauf, 3 Minuten warten. So. Und in der Zwischenzeit darf ich vorstellen, meine Lieblingswurst. Ja, ein paar Pinienkerne in die Pfanne und ohne Öl anrösten. Okay, ich glaube, wir sind soweit. Achtung. Boah. Geil, wa? So, und ich würde die Pfanne, so wie sie ist, eben auch auf den Tisch stellen. Dann ein paar Pinienkerne rüber und ganz zum Schluss, klar, das mediterrane Gold, ein bisschen frisch geriebenen Parmesan. Ja. Und dann ein paar Löffel hin, da kann jeder zugreifen. Super Frühstück oder auch mal für zwischendurch oder Abendessen. Ja? Also Hänsel-Blitzrezepte nachkochen.